Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Restaurant Captain Hook, dem Lokal direkt am Olbersdorfer See. Das beliebte Strandrestaurant Captain Hook veranstaltete am vergangenen Samstag in der Freizeitoase Olbersdorfer See das beliebte Sonnenwendfeuer. Bereits am frühen Abend trafen die ersten Besucher ein, die bis zum Entzünden des Feuers von den Mitarbeitern des Restaurants bestens versorgt wurden. Glücklicherweise spielte in diesem Jahr auch das Wetter mal perfekt mit. Ralf Krohmann, der Inhaber von Captain Hook, hatte da in den letzten Jahren schon öfters schlechte Erfahrungen machen müssen. Die ganze Veranstaltung war eintrittsfrei. Einzige Auflage, das Mitbringen von Getränken war nicht gestattet und wurde durch einen Sicherheitsdienst auch kontrolliert, was aufgrund des Aufwandes in Vorbereitung des Events auch verständlich ist. Exakt um 21 Uhr wurde das Feuer dann von dem ersten 9-jährigen Anthony Feuerfunke, so sein Künstlername, entzündet. Der Kleine ist mit seinen noch recht jungen Jahren bereits fest im Showbiz etabliert, aber dazu später mehr. Bevor er das Feuer entzündete, hatten wir die Gelegenheit, kurz mit dem Kleinen zu sprechen. Neben mir hier am Olbersdorfer See steht jetzt der Anthony Feuerfunke und der wird dann noch eine ganz tolle Show aufführen. Anthony, was machst du? Ich mache eine Feuershow. Und ich benutze Poi, Affenpoi, Schlangenpoi, Springseil und Funken. Darf ich fragen, wie alt bist du? 9. Und wie lange machst du das schon? 4 Jahre. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe eine Feuershow gesehen und dann habe ich mit Knicklichtern angefangen und habe die dann an einen Schlüsselanhänger gehangen. Und da drüben sehen wir, dort stehen deine Eltern und die sind scheinbar ganz, ganz stolz auf dich. Unterstützen die dich? Ja. Dann war es endlich soweit. Mit der einsetzenden Dämmerung stieg auch der Romantik-Level und es wurde höchste Zeit, den Flammen ihren freien Lauf zu lassen. So loderten, hatten wir die Möglichkeit, mit dem Olbersdorfer DJ Uri mal ganz spontan den einen oder anderen Gast nach seiner Meinung zum Event zu befragen. Super, schön. Bisschen wenig Leute da, aber ansonsten top, ne? Ja gut, aber ich sag mal, die Wärme ist ja nicht schlecht, oder? Heiß. Heiß. Sehr gut, schöne Atmosphäre. Wenn man hier mal ins Gebirge reinschaut, auf den See, ist ja ganz toll. Und bei dem Feuer hier, einfach wunderbar. Schönes Wetter heute. Man muss ja dazu sagen, Zittau ist ja hier, Olbersdorfer See, speziell ist ja das Eldorado zum Zittauer Gebirge. Wenn man hier steht, empfindet man doch so ein Stück Heimatliebe, oder? Muss man doch sagen. Wenn man das so sieht hier, wir können doch mal vielleicht die Kamera da drauf halten. Liebe Gäste oder liebe Zuschauer, es ist wirklich sagenhaft und man fühlt sich doch hier wohl, oder? Absolut. Und wenn ich mir überlege, wir haben uns vor uns am Tisch unterhalten mit Chemnitzern, die hier mit Motorrädern da sind. Wenn ich mir überlege, was vor 30 Jahren hier zu sehen war und wie das heute hier aussieht, ist einfach traumhaft. Also hier kann man sich nur wohlfühlen in der Gegend. Na toll ist, sonst wären wir nicht hier. Schön. Und das Feuerchen, die Kleinen, gefällt euch das Feuer? Ja. Wie heißt du denn? Sanja. Aber süß. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Urlaub hier bei uns und ich hoffe, ihr nehmt gute Eindrücke mit nach Dresden und dann kommt mal wieder. Das machen wir, danke. Bestens organisiert, muss ich sagen. Und weißt du was, ich habe einen guten Sohn, an den möchte ich heute denken, der macht nämlich für mich die Arbeit, weißt So kann es natürlich auch gehen. Ich sag mal, ich hatte jetzt Urlauber aus Dresden. Wir haben ja ein wunderschönes Eldorado. Wenn man das so sieht hier, unser Zittauer Gebirge. Peter, wie findest du, das ist doch ein Traum, wenn man das so sieht. Wie findest du denn das alles hier? Ich finde es schon deshalb gut, weil nämlich ich meine Radtouren, 3 Länder, 3 Tage, 3 Geschichten, führt sie mich zum Schluss hier an den Olbersdorfer See. Und dann sage ich meinen Gästen, vor allen Dingen welchen, die aus den alten Bundesländern kommen, sagen, guckt euch diese schöne Ecke an, guckt bis zum Jeschken und das ist unsere schöne Oberlausitz und das ist fantastisch. Sehr schön. Was würdest du dir wünschen, was hier vielleicht noch ein bisschen schöner werden könnte? Was sagst du, Frank? Ja, das Ganze drumherum, sage ich mal, dass etwas mehr noch los ist in der Region.
Wir werden es auf alle Fälle weitergeben an die zuständigen Organisatoren, aber am Ende muss man sagen, sind ja doch einige Leute hier. Das Feuer brennt wunderschön, man kann sich gut unterhalten hier. Hier ist ja der Teufel los hier drüben. Marco, schwenkst mal rüber. Die Jungs, das sind ach, die tschechischen Nachbarn und ja, gut. Dobrý den! Okay, alles klar, ja. Wir haben auch tschechische Gäste hier, das ist schön. Also international, da wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns demnächst. Wir sehen uns, aber mit Sicherheit. Jetzt haben wir mal die Jugend eingefangen hier am Olbersdorfer See zur Sonnenwendfeier. Und hier sitzen die ganz, ganz Jungen von, also die praktisch die zukünftigen Macher von morgen. Wie heißt du? Nelly. Aline. So, wie gefällt es dir hier? Gut. Und wer ist das daneben hier? Wie heißt du? Xenia. Xenia, wie gefällt es dir denn hier? Gut. Wie alt bist du? Ich bin 12. Du bist 12. Wie lange darfst du bleiben heute? So lange wie mein Papa da ist. Da wollen wir mal hoffen, dass du noch ein bisschen bleiben kannst. Ansonsten, wie gefällt es euch beiden denn hier? So, was soll man sehen mit dem Feuer? Gut. Eigentlich ganz gut, es ist schön. Aber? Süßigkeitenstand sein können. Mit der Zeit brach die Nacht über den Olbersdorfer See hinein, die Stimmung wurde immer lockerer, nicht zuletzt auch wegen der musikalischen Leistungen von DJ Sonic und Hausmeister T. Die DJs heizten den Anwesenden aber so richtig ein, nicht mal die Besucher am Rand konnten stillstehen bleiben. Dann endlich hatte auch der kleine Anthony seinen großen Auftritt. Sonnenwendfeier 2019 in Olbersdorfer See. Gigantisches Feuer, liebe Zuschauer, sehen wir hier. Und ich denke mal, gelungene Veranstaltung jetzt schon. Es ist 22.35 Uhr, die Leute tanzen, es ist wahnsinnig viel los. Ein, wie gesagt, schon gigantisches Feuer. Die Leute sind fröhlich, die Leute sind gut drauf. Neben mir steht der Veranstalter Ralf Gormann. Ralf, ganz kurze Frage. Zufrieden erstmal, erster Eindruck an diesen wunderschönen Abend? Natürlich, bei so vielen Leuten, so viel guter Stimmung, kann man ja eigentlich nur zufrieden sein. Wetter passt, es regnet nicht, tolle Geschichte, manchmal hat es geregnet, heute hast du schon ein bisschen Bange gehabt, dass es wieder regnet oder hast du gesagt, okay, diesmal geht's klar? Ja, nee, Montag war ja immer noch richtig Regen drin, es hat ab Mittwoch gedreht, dann haben wir Hoffnung gehabt und heute haben wir eben wirklich mal Glück gehabt, weil Sonnenwende war schon sehr oft verregnet. Wollte ich gerade sagen, wäre nicht das erste Mal, trotzdem gut. Was sagst du, die Leute sind fröhlich, das Feuer ist super, super schön, man spürt die Wärme noch förmlich hier hinten. Wie lange machst du heute, wie lange geht's heute? Wir machen bis 1 Uhr. 1 Uhr ist dann Ausnahmegenehmigung zu Ende und dann wird hier runtergefahren und denk mal, 1:30 ist hier alles abgesagt dann. Können wir mit dem ersten Eindruck zufrieden sein heute Abend hier, tolle Geschichte, die Leute sind fröhlich. Wir haben ein ganz buntes, gemischtes Publikum, ich glaube es ist ein bisschen jünger wie die anderen Jahre, oder? Was hast du für einen Eindruck? Ja, es ist die letzten Jahre immer jünger geworden, man hat gemerkt, die Jugend zieht es an den See. Aber ich denke trotzdem, dass auch relativ viele Ältere sind, viele Familien waren mit kleinen Kindern, die natürlich jetzt schon weg sind. Aber es sind schon auch viele im Rentenalter da. Also es ist ein sehr bunt gemischtes Publikum, so wie ich das eigentlich haben möchte.
Wir hatten vorhin schon Urlauber, die waren aus Dresden, die ganze Familie, die haben sich richtig wohlgefühlt. Die saßen hier am Hang, die haben gesagt, tolle Geschichte, tolles Eldorado, schönes Gebirge, tolle Location hier. Die kommen wieder, das spricht sich vielleicht rum. Ich meine, was kann man noch dafür tun, dass es noch ein bisschen besser wird? Tja, wir versuchen jedes Jahr irgendwas anderes zu machen. Heute mit Anthony Feuerfunk, ich denke, das war eine gelungene Aktion. Ansonsten ist ja die Sonnenwende eher, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ruhigeres Fest. Wir haben ja zum Maifeuer die ganzen Schausteller mit dabei. Hier konzentriert sich das Feuer. Und ich denke mal, das ist das, was die Leute erwarten. Wie gefällt es euch hier heute Abend? So eine wunderschöne, geile Abend, wirklich. Ich checke ihn immer jedes Jahr hier. Wo kommt ihr direkt her? Aus Teplice. Aus Teplice, so weit. Und kommt zu uns feiern. Ja. Und das Bier schmeckt sehr lecker, 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 wirklich. Letztes Jahr war das besser hier. War mehr los. War mehr Leute hier und so weiter. Wie kommt das, dass ihr von Teplice zu uns zur Sonnenwendfeier kommt? Warum? Warum? Es ist gut hier. Ja, ja. Gibt es bei euch auch Sonnenwendfeier? Natürlich. Natürlich, aber nicht über die Grenze, sondern in Doxi zum Beispiel gibt es überall Feier. Aber geil. Alles gut bei euch hier? Ja, natürlich. Wo kommt ihr her? Aus Zittau? Aus Zittau, ja. Erste Mal hier? Nein. Mehrere Mal, wie gefällt es euch heute? Super. Alles gut, wie sitzt auch? Warum hatte ich jetzt angeschubst? Hast du jetzt was Falsches gesagt? Ist dein Mann oder was? Ja. Ja, wie lange schon? 15 Jahre. 15 Jahre, aha, dann schubst du dich an. Aber tolles Feeling heute, wie verkellert das Feuer. Es ist ja traumhaft schön, wir haben eine schöne Gegend hier und das Feuer dazu, man muss das sagen, ist ja einmalig, nicht in der Oberlaus. Ist das okay? Das ist richtig, das ist super. Wie gefällt es der jungen Dame neben mir? Ganz toll, ganz. Auch ganz toll. Wo kommst du her? Zittau. Oh, Zittau, habe ich noch gar nicht gesehen hier in Zittau. Ich verstecke mich immer. Ich wollte gerade sagen, läufst du immer unten lang oder nicht oben, oder? Ich danke euch erstmal, schönen Abend wünsche ich euch noch hier und Zittau live. Wir sehen uns mal wieder. Kommt gut heim heute Abend und viel Spaß noch. Vielen, vielen Dank. Die Bedienung fragen hier, wie ist es denn heute Abend? Stressig oder ist es noch okay? Stress ist schon recht stressig, aber angenehm. Nette Leute, alles in Ordnung, alles schön. Gehört dazu. Das Wetter ist ja toll heute Abend, die Stimmung ist toll, die Leute trinken viel, die haben Durst, stimmt alles. Ihr seid zufrieden mit der ganzen Geschichte heute? Doch, ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Wie gesagt, es gibt nur nette Menschen heute. Es gibt ja manchmal Ausnahmen, aber heute passt alles. Wie du schon gesagt hast, vom Wetter her alles in Ordnung. Ne? Das lassen wir mal so als Schlusswort im Raum stehen. Präsentiert vom Restaurant Captain Hook, dem Lokal direkt am Olbersdorfer See.